Oh, da ist das kaputt. Was ist das? Oh mein... Was war das? Nein, 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 nein. Freunde, was geht? Willkommen zurück auf dem Uncut-Channel. Man sieht's mir an, ich sehe wahrscheinlich übertrieben kacke aus. Ich bin mies krank geworden, deshalb gab es jetzt auch die letzten Tage keine Streams und auch keine Videos. Lasst gerne ein Mitleids-Like da, dann geht's mir schnell wieder besser. Ich habe Hals-Ohren-Katastrophe, kannst natürlich dann nicht hinsetzen und Videos aufnehmen und streamen und so stundenlang. Das geht natürlich nicht, deshalb ging das nicht. Aber wir gucken uns jetzt den Rebirth Island Trailer an. Das Coole ist, wir gucken uns das Ganze hier sogar in der Premiere live auf YouTube an. Rebirth Day ist der 3. April, am 3.4. ist es soweit. Ich denke mal mit der neuen Season um 18 Uhr, wie wir es gewohnt sind, kommt die Map zurück, nachdem sie jetzt lange weg war. Ihr seht es hier schon im ach du Kacke, im Livestream hier. Wie viele Leute warten? Oh, es geht sogar 1800 Leute, aber alle schreiben hier halt in den Chat. Alle schreiben W's. Premiere startet gleich um 16 Uhr, wir haben 15.59 Uhr gerade. Ich bin sehr gespannt, was uns da gleich erwartet, weil es wird ja wirklich ein großes Ding drum gemacht, wie ich das schon von Anfang an gesagt habe, ne? Rebirth generell, Nostalgie lässt sich halt immer sehr einfach verkaufen. Und wir alle freuen uns natürlich auch drauf, ne? Weil Rebirth natürlich einfach eine sehr, sehr geile Map war. Aber was wir jetzt in dem Trailer gleich sehen, keine Ahnung, ist das nur ein 60-Sekunden-Ding, wo kurz die Map gezeigt wird? Wird das ein etwas längerer Trailer? Wird ein bisschen was erklärt? Wir werden es auf jeden Fall gleich rausfinden. Who's hyped to drop into Rebirth Island? Premiere startet gleich, los, auf geht's. Ich schwöre immer das Gleiche mit YouTube-Premieren, ne? 16 Uhr ist es schon und dann geht nochmal so ein 1-Minute-Countdown los mit der nervigsten Melodie aller Zeiten. So, es geht los. Da bin ich jetzt mal gespannt. Rebirth Island Trailer. Abfahrt. Ist das schön. Es ist so klar, dass sie daraus so ein Nostalgie-Ding gemacht haben. Mit der Musik auch. Wo konnte der gerade dort durchschwimmen? Es sieht auf jeden Fall bisher unverändert aus. Geile Musik. Und direkt automatische Shotgun einfach. Ja, Trailer können die halt einfach, ne? Das sieht so nice aus. Die Gondel fährt wieder. Der Stylus Gondel Emote wird wieder benutzt im Livestream. Okay, hier sieht es aber im Gefängnistrakt auch eigentlich identisch aus. Das ist so das, was ich befürchtet habe, dass die Map-Änderungen eher im Innenraum dann viel sind, aber das sah gleich aus. Wilder Skin. Das sieht 1:1 identisch aus, tatsächlich. Oh, da ist das kaputt. Was ist das? Oh mein... Was war das? Nein, 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 nein. Geiler Trailer und ich muss sofort in den Chat hier gucken. Fragezeichen, Fragezeichen, LL, ja. No, my tower, schreibt einer, mein Tower. Oh, 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 oh. Wir aktualisieren die Seite, 1 Minute 30 geht der Trailer insgesamt, okay, also es ist ein sehr kurzer Trailer. Nur Likes einfach, kein Dislike. Es war natürlich ein sehr cooler Trailer und hier haben wir auch direkt eine Übersicht über die Map. So, wie sie rauskommen wird. Ich sehe hier, es ist, glaube ich, ein bisschen grüner geworden. Alles ist natürlich ein bisschen moderner gemacht worden. Es ist nicht 1:1 wie davor quasi. Aber das sieht vom Aufbau sehr, sehr identisch aus. Was war hier dieser kleine... Was ist das hier? Sieht aus, als wäre das wie so eine Delle im Dach. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es sieht nicht aus wie ein Loch. Eher wie eine Delle. Was wir aber später im Trailer gesehen haben, Moment, ich muss hier noch mal ein bisschen gucken, ein bisschen, oh, die Zelte hier unten, das ist hier, ja, es ist tatsächlich vom Aufbau her identisch. Das ist neu hier, der Bums, das kleine Häuschen hier unten bei den Elektromasten. Aber ansonsten sieht das wirklich sehr, sehr gleich aus. Was ich cool finde, muss ich ehrlicherweise sagen, Fortune's Keep haben sie ja meiner Meinung nach echt verkackt ein bisschen mit der Mitte. Ist trotzdem noch eine geile Map, ich finde die trotzdem auch besser als Ashika und als Wondel. Aber Fortune's Keep mit diesem riesen Loch in der Mitte,
Das ändert schon viel an der Map, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das hier sieht schon wirklich alles sehr cool aus, ne? Ja, ich glaube hier, das war einfach alles davor ein bisschen weniger grasgrün, in meiner Erinnerung zumindest. Kann mich aber auch täuschen. Sieht schick aus auf jeden Fall, die Map. Wir gucken hier nochmal ein paar einzelne Stellen durch. Wo sind die da gerade? Was genau macht er da? Er hat irgendwie irgendwas angezündet. Sieht aus wie so eine Leuchtfeuer oder wie so ein Taktikeinstieg damals aus COD. Und dann schwimmt der. Wo schwimmt der? An euch Rebirth-Geeks? Warte mal, hier, das ist dieses... Betonrohr, was da endet. Wo war das? Warte mal. Das ist ungefähr da, wo die da auch hochgekrabbelt sind, oder? Hier so, in der Richtung, ja. Warte mal. Wir gucken noch mal ganz kurz auf der Map-Übersicht hier quasi. Das sollte doch... das sollte hier sein irgendwo, oder? Hier hinten. War da nicht irgendwie so ein Betonrohr-Auslass und da kannst du rein? Oder ist das eher hier... Ach, Digga, keine Ahnung. Oder ist das hier? Hier quasi irgendwo, dass man da rauskommt und dann da rein kann? Das würde mich noch interessieren. Aber ich meine, das wird eine Kleinigkeit sein. Ich denke nicht, dass wir einen riesen Untergrund bekommen, wie es bei Ashika Island der Fall ist. Naja, aber was mich ein bisschen beunruhigt, ist das Ende hier. Hier ist nichts kaputt in der Mitte, wie wir hier sehen, ne? Die Decken sind alle da, alles super. Schönes Gefängnis da. Das hier ist aber... Doch, das ist das Gefängnis, das ist das Prison-Dach. Oh mein Gott, sie sprengen es auf. Okay. Prison-Dach wird kaputt gehen. Mit Season-Update oder sowas dann wahrscheinlich. Oh Mann. Und dann sieht das unten bei den Gefängnis... Oh mein Gott, und dann kann man da auch hoch. Ja, es ist nicht super schlimm, weil das Gefängnisdach, da haben auch immer viele Leute drauf gecampt, aber du hattest schon echt auch Möglichkeiten, da hochzukommen immer. Weiß nicht, ob ich das so fühle, um ehrlich zu sein. Und das ist eigentlich was Gutes, der Tower ist Arsch, dass da Leute immer drauf gecampt haben, bodenlos. Der fällt um, aber in welche Richtung fällt der? Der fällt doch auch wieder Richtung Prison-Dach, oder? Der fällt doch hier links Richtung Prison-Dach, ey, wenn der dieses Granny-Haus hier kaputt macht, ne? Oder generell, wenn der auch die ganzen, den ganzen Eingangsbereich vom Prison kaputt macht oder so. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Call of Duty, könnt ihr nicht einfach mal Maps wiederbringen und da vielleicht ein paar Häuser verändern oder so, aber nicht immer irgendwas kaputt machen, dass am Ende irgendwelche Wege, die es davor gab, nicht mehr gibt und da einfach alles in Schutt und Asche liegt und du dafür aber irgendwie dann drei neue Wege... Nee. Das will doch kein Mensch so. Ich will es jetzt noch nicht abschreiben als alles wieder Kacke, aber das ist doch wieder genau das Gleiche einfach, wie es auf Fortune's Keep war. Und das findet doch kein Mensch geil. Damit kann ich mich eventuell anfreunden hier, weil wie gesagt, Prison Dach war schon ein bisschen verkämmt immer, ne? Dass da viele Leute drauf sitzen mit Sniper und so. Und es gab immer nur zwei Wege, das zu pushen, beziehungsweise drei über die Gondel. Aber eigentlich trotzdem bisschen blöd, weil hier innen drin zu fighten ist halt dann trotzdem wahrscheinlich ein bisschen kacke, ne? Mit den ganzen extra Wegen, die es dann gibt. Dann hast du hier eine Riesenfläche oben, wo jeder von oben auf dich runtergucken kann, wenn du drinnen da langläufst. Und wie gesagt, hier habe ich wirklich mies Angst. Schön, dass der Tower weg ist, weil da haben auch immer Leute drin gekämpft, das war Arsch. Aber wie gesagt, wenn das andere Dinge der Map irgendwie beeinflusst, sehen wir das hier irgendwie? Nee, man sieht nicht genau, wo es hinfällt, ne? Oh Mann, ey. Schreibt mir mal gerne eure Kommentare in die Meinung, genau. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir können ja alle beten, dass das nichts kaputt macht, weil ich finde, dieser Eingangsbereich von Prison, vor allem diese Seite da, bei diesem Granny's Haus, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich muss euch nur mal hier die Map-Übersicht zeigen. Ich meine genau das hier. Ne? Das Haus hier, ich bin am liebsten hier oben auf dem Dach immer gelandet. Und dann bin ich rüber rotiert in das Haus, weil da waren eigentlich immer Leute drin und das war so geil, da zu fighten. Von hier ins Fenster springen, das Fenster, okay, bisschen kritisch, dann musst du hier raus über das Fenster, kannst darum aufs Dach, kannst hier wieder rein, Balkon rein, zack, hier, zack, Keller. Dann kannst du hier immer über die Mauer ins Haus um reinspringen, das erste Stock. Hammergeil. Wenn dieser Tower hier drüber fällt, Riesenscheiße, wenn das hier kaputt geht. Riesengroße Scheiße. Hier war auch immer ein Shop, da konnte man immer schön Loadie kaufen. Und dieser Eingangsbereich, den verbinde ich halt auch mit diesem hier droppen. Dann da reingehen, dann kannst du aufs Prison da hochgehen. Wenn der Tower da irgendwo scheiße hinfällt, ey, dann kotze ich wieder alles voll. Aber overall, ich freue mich sehr auf Rebirth Island. Ich denke, es wird trotzdem eine coole Zeit. Ich denke andererseits aber auch, dass sehr viele Leute echt enttäuscht sein werden, weil sie merken, es ist einfach nicht das gleiche wie Warzone 1. Ja,
Man muss sagen, jetzt Warzone mit Dezember ist wirklich deutlich besser geworden. Und es ist ein Upgrade zu dem, wie Warzone 2 davor war. Aber es ist eben immer noch nicht in meinen Augen genauso wie Warzone 1. Und deshalb wird das wahrscheinlich auch nicht die gleichen Gefühle wie Warzone 1 zurückbringen können. Auch wenn das jetzt Rebirth Island ist und auch wenn es stark unverändert aussieht. Warte mal, oh mein Gott, wenn die diese Mauer da wegsprengen, dann werde ich aber stinksauer. Hier ist was explodiert. Und das ist ja hier. Diese Mauer, die hoch ging, auch zu Prison rein. Ey, wenn die das sprengen, ne? Wenn die das kaputt machen und dieser Weg nicht mehr da ist, dann bin ich ein bisschen sauer. Was ist, wer bei Call of Duty liebt es, Sachen kaputt zu machen? Irgendjemand sitzt da, richtiger Feuerteufel, richtiger Explosionsteufel. Der liebt es, alles einfach kaputt zu machen. Ich bin sehr gespannt, wann die Änderungen dann noch kommen werden, ob wir quasi zum Release von Rebirth jetzt am 3.4. quasi erstmal die Maps so bekommen, wie wir sie gewohnt sind. Und dann mit Season passiert dann irgendwas auf der Map, irgendein Event und dann explodiert alles und alle Sachen sind kaputt oder so. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch drauf, aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie irgendwie ein paar Sachen verkacken. Naja, schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann die nächsten Tage. Hoffentlich dann auch wieder im Livestream, wenn mein Hals wieder super ist. Ich weiß auch jetzt schon, dass es nichts Gutes war, dass ich jetzt hier gerade dieses Video aufgenommen habe, weil nicht gut für die Stimme, ne? Aber it is what it is. Gut, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.